Moin. So, ich teste jetzt mal mein neues Mikrofon. Ich hoffe, es funktioniert. Das wird mir angezeigt und ich hoffe, es ist nicht zu laut. Wenn es zu laut ist oder wenn es rauscht, bitte einmal sagen, ne? Weil ich weiß noch nicht, wie das genau funktioniert. Ich kann mich ja selber nicht hören. So, ich laufe mal heute eine Runde. Oh, hier stinkt es immer voll nach ekelhafter Leiche, Alter. Hier verrottet, glaube ich, irgendwo ein Viech. Immer an dieser Stelle, wo ich hier laufe. Das ist mir schon ein paar Mal in Streams aufgefallen. Oh. Oh, Junge. Oh, ich kotze gleich. Verrottet hier irgendwo was Größeres oder was? Aber muss ich mal Bullen anrufen. Ist doch pervers. Sind da irgendwie, vielleicht liegt da irgendwo ein größeres totes Viech hier rum. Vielleicht eine Wildsau. Aber immer an dieser Stelle hier unten. Immer an dieser Stelle. Ja, immer an dieser Stelle da unten hier. Wenn ich hier durchlaufe, fängt es an stinken. Hier ist weg. Keine Ahnung warum. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Mikro gut ist. Ich habe es jetzt mal auf 100% gestellt. Wenn es irgendwie zu laut sein sollte oder wenn man mich gar nicht hört, bitte einmal melden. Ich hoffe, es ist auch an. Ja, es ist an. Da hängt's. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das von der Qualität her ist. Ob das was taugt. Oh, Pfandflaschen. Eine ganze Tüte voll, oder? Echt? Guck mal, hier hat einer. Ja, einfach einer die ganze. Oh, mit kaputten drin. Scheiße, die nehme ich nicht mit. Kaputte mit drin, nee. Nee, das machen wir nicht. Schade. Wäre cool gewesen, hätte ich sie gerade eingepackt. Die waren in der Tasche, guck mal hier. Oh, wie nett wir hier sind. Hier am Mülleimer hängen einfach Pfandflaschen dran. Zum Mitnehmen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie weit ich heute komme. Was sagt die Uhr? 13.46 Uhr. Mal schauen, wie weit ich heute laufe. Weiß noch nicht. Ich wollte ja gestern online kommen, aber ich habe zurzeit so viel Kopfschmerzen. Da macht es dann einfach keinen Spaß. Aber guckt euch mal die geile Natur an. Voll schön. Heute ist auch richtig schönes Wetter. Mal gucken, wo ich mich am besten hinsetze. Hallo. So. Also heute ist wirklich schönes Wetter. Ich bin mit meinen Kampfschlappen unterwegs heute. Stylisch wie immer. Okay, oh Gott. Wackelt ein bisschen, ne? Was ich wieder heute merke, ist meine Allergie, aber wundert's mit so viel Blätter und Geschmeiß. Blätter. Es wächst und blüht halt überall, ne? Muss ich halt wieder ein bisschen mehr sprühen, damit ich Luft bekomme. Aber ich merke es jetzt gerade beim Laufen auch. Hui. Aber ich muss ja auch sagen, ich habe jetzt die letzten 3 Tage so Kopfschmerzen gehabt, von Verspannung her, von meiner linken Schulter. Da habe ich ja Arthrose drin. Und das tut gerade so pervers immer weh. Ist halt echt scheiße, ne? So. Aber ist ein bisschen schwül, das Wetter, ist das Gefühl.
Oh, mein Genick. Oh. Ich verspanne mich komplett. Aber Laufen soll ja angeblich helfen. Und deswegen muss ich mich bewegen. Und ohne Kinder ist jetzt gerade am besten, weil dann muss ich auf die auch noch aufpassen. Das ist blöd, wenn die dann vorrennen oder so. Nicht so gut. Lieber allein. Wie gesagt, ich hoffe, man hört mich mit dem neuen Mikro hier. Ja. Und kommen ein Haufen Fahrradfahrer heute. Also. Sind viele unterwegs heute. Muss ich aufpassen, dass ich mich auch ein bisschen auf den Weg konzentriere, nicht nur auf den Chat. Nicht, dass mir ein Haufen gefahren wird. Man sieht mich ja so schlecht, weil ich ja so schlank bin. Ja, voll schlank. So, jetzt habe ich ja gestern vorgestern habe ich ja meinen Brokkoli umgepflanzt. Und der macht sich gut, habe ich das Gefühl. Ich glaube, der fühlt sich relativ wohl in seinen neuen Töpfen. Und nächste Woche verlässt er mich ja, da geht er zu meiner Mutter. Die wird drauf aufpassen, in der Zeit, wenn ich nicht da bin. Mit der Familie, wir gehen ja weg. Dann schaut sie so lange danach. Anstrengend. Egal wo ich hinlaufe, es geht immer bergauf. Immer bergauf. Oh, jetzt habe ich gerade den Knopf hier gedrückt. Ja. Nichts passiert. Gut. Ich weiß halt nicht, wie es ist beim Wind und so mit dem Mikro und wie laut. Das ist halt noch mein Problem, wo ich habe. Und hier ist gerade ziemlich windig. Ob das arg stört. Das ist heute eher wieder so ein Test. Wobei die von der Messe haben sich jetzt auch noch nicht gemeldet. Bin ich auch mal gespannt, wann die kommen. Ansonsten muss ich fürs Mikro so einen Windschutz kaufen. Da gibt es ja solche Plüschdinger, wo man drumherum macht. So komische haarige. Muss ich mal schauen. Also ich merke, es laufen schon im Rücken. Ist gut, glaube ich. Das wird entspannend wirken. Auf jeden Fall bewegen, Arm bewegen. Beide immer abwechselnd. Muss ich halt den Stiel ein bisschen tauschen und nebenher aufpassen, dass ich nicht überfahren werde. Denke, heute wird es eher ruhig sein im Chat, weil heute ist ja relativ schönes Wetter. Ich denke, viele die Leute werden alle draußen sein. Zumindest mal auf unserem Breitengrad hier unten. Wie es im restlichen Deutschland heute aussieht, weiß ich nicht. Wie das Wetter ist. Ich bin mal gespannt, wenn ich nachher den Stream zu Hause angucke, wie der Ton ist. Oh, fertig, Kacker. Wäre eigentlich ein guter Dünger für meine Pflanzen. Ein bisschen Pferdemist reinmachen. Hätte ich einen Eimer mitnehmen sollen. Aber wir haben ja da drüben, ja, da ist ein Pferdehof. Ah, shit. Alter, hier hängen überall Spinnenweben rum. Da könnte ich fragen nach Pferdemist. Die haben bestimmt ein bisschen was übrig. Ich glaube, der Empfang ist hier ziemlich gut. Wisst ihr, was das Schlimmste ist, wenn man hier so läuft?
Und es kommen von hinten Fahrräder und man klingelt nicht. Das ist zum Kotzen. Ich schwöre, das ist echt zum Kotzen. Oh, jetzt kann sein, geht gleich der Empfang weg. Tunnel. Ach, geht. Geht. Bin, glaube ich, noch da. So. Ei. Hier haben sie alles neu gemacht, hier oben, die Umgehung. Da muss ich mal gucken. Ne, da geht es nicht lang. Jo. Ne, ich laufe geradeaus weiter, scheiß drauf. Art lang werde ich eh nicht durchhalten mit dem Laufen. Ich habe keine Kondition mehr, ist alles weg. Ich merke es jetzt schon in den Beinen. Nach nicht mal, wie lange bin ich unterwegs? 11 Minuten Streamzeit, bin aber schon 5 Minuten gelaufen davor. 15 Minuten merke ich schon. Ich habe die letzten Monate so zugenommen. Obwohl ich so schön abgenommen habe. Das kotzt mich richtig an. Ich war unter 100 Kilo. Das regt mich richtig auf. Unter 100 und jetzt schon wieder wieder fetter geworden. Muss mich einfach mehr bewegen. Wird kein Weg dran vorbei. Einfach nur Diäten und weniger Essen ist nicht. Das ist, ich muss gucken, dass ich im Allgemeinen mehr Bewegung habe und auch zu Hause mehr Übungen mache und einfach ein bisschen abnehme dadurch. Das ist halt nicht so einfach. Wenn man eine Herzphobie hat, hört sich geil an, gell? Herzphobie, aber so nennt es mein Psychologe. Das ist echt übel. Wegen meiner Herzphobie habe ich ja am Mittwoch wieder den Krankenwagen gerufen. Letzten Mittwoch. War es Mittwoch? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Der kommt hin. Ja. Da hat mein Blutdruck komplett gesponnen. Jetzt kommt wieder ein Fahrrad. Aufpassen, dass ich keinen Film wegen Datenschutz. Oh, mir hängt die ganzen Steine in den Füßen. Ich habe nur so Schlappen an. Und das ist eigentlich ganz interessant, nämlich. Oh, das sieht voll aus. Guck mal. Hat einer hier hingemacht, Vogelgästchen. Und so eine Scheune. Sieht cool aus, muss ich ja sagen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist dann so, dass wenn ich merke, dass irgendwas nicht stimmt in meinem Organismus, dann fange ich an, Puls und Herzfrequenzen, also alles Mögliche, so durch, quer durch, zu testen. Also das heißt dann nicht, dass ich das jede halbe Stunde mache, sondern alle 5 Minuten. Und dann steige ich mich rein, bekomme dadurch Panik, löst Panikattacke aus. Und dann wird es immer schlimmer. Und beim letzten Mal hatte ich einen Messfehler. Da habe ich so oft gemessen, dass ein Messfehler kam am Mittwoch. Und durch den Messfehler habe ich den Notarzt angerufen. Also ich habe das ja nicht gewusst, dass ich einen Messfehler habe. Aber der war halt bei 194, 196 zu 174 oder 76. Also ich weiß es nicht mehr genau. Ich war da so gestresst in dem Moment, also ich hatte jetzt nicht mehr das genau im Kopf, wie viel. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann Notarzt angerufen oder halt 112 angerufen. Hab da den Mann von der Erste Hilfe, habe ich da, oder Feuerwehr oder was ist es, habe ich da Schalou gemacht. Habe ihn dann aber gleich aufgeklärt, dass ich psychische Probleme habe. Also gerade diese Phobien und ja, wie auch immer. Und der hat mich am Anfang nicht richtig verstanden am Telefon. Der hat quasi verstanden,
dass ich einen Puls habe von Blutdruck von 194 oder 96 zu 76. Ja, dann habe ich irgendwie gesagt, nein. Weil da wurde schon ein Notarzt dann vorbeischicken bei mir. Ich gesagt, nein. Wie gesagt, ich habe einen Blutdruck von, komm wieder Fahrräder, von 196 zu 176. Ich habe aber gesagt, könnt ihr mir in Rechnung stellen, weil es so peinlich für mich war. War jetzt gerade das Internet weg? Ah, scheiße. Ich glaube, das Internet war kurz weg. Jetzt weiß ich nicht, wo ich stehen geblieben bin. Hat es mir gerade angezeigt. Ist halt immer das, wenn du IRL machst. Oh, heute wäre so Fun Paradise, Alter. Und ich habe keine Dings dabei. Ich habe nichts mitgenommen. Da wäre eine Bierflasche drin. Scheiße. Ich muss nächstes Mal eine Tüte mitnehmen, erinnert mich daran. Eine Tüte. Na, guckt euch mal die Graffitis an, wo wir sind. Jetzt zieht euch mal die Scheiße rein, Alter. Guck mal hier. Ich weiß nicht, ob ich hier unten Empfang habe, ich hoffe es. Hier sind voll die Graffitis. Penis, Alter. Da steht der Ort, wo ich wohne, da tut das für mich nicht. Das machen wir nicht. Sieht man hier? Sieht man hier den Ort? Ne. Hier. Ich muss so gucken, weil. Nicht, dass ich den Ort. Ich möchte es nicht. Muss ja nicht. Hier. Ein ganz großes Fick dich geht raus an dich. Alter, die Leute, die sind echt krass, Mann. Und das machen. So, dann einmal hier noch. Mal hier. Also was die Tags bedeuten, weiß ich jetzt nicht. Ich versuche, ob hier irgendwo der Ort steht, aber ich glaube nicht. Ich muss nur schauen. Nee, hier ist nirgends der Ort, mein Wohnort. Zieht euch das rein, die Leute. Die Tags. Naja, gut. Also gehen wir weiter. Ja, jetzt weiß ich nicht mal, wo ich stehen geblieben bin vorhin. Wo ich erzählt habe, wegen dem Notarzt. Also ich weiß, das Internet war jetzt weg. Wie viele Sekunden werden das gewesen sein? 40 Sekunden? Also ich fange nochmal an von da ab, wo ich quasi angerufen habe. Also. Wo der dann gesagt hat, dass ich gar nicht mehr stehen dürfte, beziehungsweise liegen. Also, der hatte gesagt, 196 zu 176, also wie gesagt, der wäre ich schon tot, beziehungsweise gerade am Kollabieren, also ich könnte nicht mehr telefonieren in dem Moment. Jetzt weiß ich das auch, also Messfehler. Dann habe ich nochmal neu gemessen, ich glaube, da war das Internet weg, 150 zu irgendwas zwischen 70 und zwischen 80 und 90. Junge, ich habe mich so geschämt. Es war mir sowas von peinlich. Richtig peinlich war mir das. Und da ich habe mich tausendmal bei dem Herrn entschuldigt und gesagt, ey, das ist mir so leid, dass ich so dumm war. Und aber der hat gesagt, lieber einmal zu früh anrufen, wie einmal zu spät. Weil er war ja schon kurz davor, einen Notarzt rauszuschicken, beziehungsweise einen Krankenwagen. Naja, gut, okay. Ich muss ja sagen, ich bin manchmal, was Notarzt anrufen geht. Also ich mache es nicht mehr wie früher. Ich auch nicht mehr an. Und also es war schon schlimmer in meiner Zeit. Da war ich auch ein bisschen lockerer, was Notarzt anging, anzurufen, angeht.
Das schaffen sie auch am Sonntag, oder? Nee. Nee. So. Jetzt sind wir in so einem kleinen Gewerbegebiet für uns hier im Ort. Da ist ein Schrotthändler und so Klimatechniker und Autohändler, Mercedes-Händler. Da kann man auch mal drüber laufen. Mal gucken, was dann. Ich muss mir eh ein neues Auto kaufen. Gut, ich werde es mir nicht leisten können, bei Mercedes mir ein Auto zu kaufen, aber wir haben nur ein Familienauto, das gehört quasi meiner Frau. Da habe ich dann damals, unseren ersten haben wir ja kaputt gefahren. Da habe ich dann damals auch noch mal ein bisschen was zugesteuert damals. Da war ich ja noch arbeiten. Beziehungsweise war ich da noch? Nee. Oder? Warte mal. Ah, ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Oh, Alter, der ist denn bis auf den Arsch gefahren. Ah, wahrscheinlich gehören die zusammen. Guck mal. Guckt euch das mal an, Alter. Man sieht keine Kennzeichen, also ist nicht so schlimm. Guckt euch das mal an. Da sind wir doch mal geparkt, ne? Das ist mal Parken nach Ultra. Ultra Parking, da ist wirklich kein Platz mehr. Da kannst du nicht mal mehr ein Blatt Papier durchschieben. Geil. Auf dem Mercedes A-Klasse, der ist angemeldet. Nee, ja. Gehören wahrscheinlich zusammen, dann wird es nicht so schlimm sein. Oh, der ist auch ein bisschen kaputt. Der hat auch ein bisschen einen Unfall gehabt, würde ich sagen. Oh je. Verkauft er die Autos hier oder stehen die nur da zu Zierde? Wäre mal interessant zu wissen. Weil ich brauche ja ein neues Auto. Guck mal hier, der ist auch ein bisschen kaputt. Oh, ich glaube, der hat einen kleinen Unfall gehabt. Ich glaube, der hat einen kleinen Unfall gehabt. Jo. Auf jeden Fall. So. Was hat Blub gemacht? Handy hat Blub gemacht. Warum macht Handy Blub? Wie viele Schritte habe ich heute schon? 3931 Schritte. Wow. Das ist nicht viel, ne? Aber ich merke schon, es wird besser. Also im Genick, ich muss wahrscheinlich öfters laufen. Ein bisschen die Schulter bewegen. Aber guck mal hier, Steine. Ein Häufchen Steine. Ne? Anthrazit. Andere gehen im Baumarkt und holen sich's. Hier kannst du es schaufeln. Verschiedene Größen. Verschiedene Körnungen. Ja. Jo. Hier im Industriegebiet ist heute echt voll schön ruhig am Sonntag. Was heißt Industrie? Das ist so ein Mischgebiet, Gewerbeindustrie. Also wir haben hier auch einen Laden, Kaufland. Haben wir hier. Einen Schrottplatz, einen großen. Riecht man auch ein bisschen, finde ich. Da hinten sieht man Bagger. Schrottplatz. Aber sowas von ruhig, hier ist kein Mensch. Hier ist echt angenehm zum Laufen heute. Wirklich angenehm. Ich hoffe, dass mein Mikro funktioniert und ich labe hier die ganze Zeit. Man hört mich gar nicht, das wäre ja scheiße, ne? Oder es ist zu laut eingestellt. Eins von beiden. Ach, das gibt keine Adresse. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Teil, Alter? Hä? Guck mal, steht hier am Schrottplatz. Am Rand. Was ist das? Weiß einer, was das ist? Was zum Henker? Komisch. Komisches Teil. So. Aber ich glaube, ich werde jetzt langsam umdrehen. Jetzt bin ich schon eine halbe Stunde unterwegs. Dann habe ich eine Stunde ungefähr.
Bei 5 Minuten bin ich auf dem Haus weggelaufen, muss ich ja mit einrechnen. Kann ich vielleicht wieder zurück. Aber obwohl, bis zum Mercedes kann ich eigentlich noch gehen. Da kann man einmal über den Hof laufen, schauen, was es so für schöne Autos gibt. Ich hatte ja einen CLK, einen schönen Cabrio, ein 320er AMG, also mit AMG-Paket. Das war ein sehr, sehr schönes Auto. Baujahr 1999. War echt ein schönes Auto. Zwar altes Baujahr, aber ja, 320er, 216 PS oder 219, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der hat auch ziemlich gut Dampf gehabt. Also der ist auch auf der Autobahn ist auch gut gelaufen. Also der hat schon ordentlich Dampf. Boah, Alter, wie riesig der LKW ist. Guck mal hier. So ein Schrott-LKW. Krass, Mann. Knackt da einer? Keine Ahnung. So. Ah, wird da gearbeitet? Ah, die scheiß Schulter, Alter. Boah. Da rumpelt's. Da rumpelt's, rumpelt's, rumpelt's. Ah, vielleicht lädt auch einer Schrott ab. So. Oder nimm's mit. Eins von beiden. So. Ja, man kann ja bei dem Schrottplatz auch seinen Schrott hinbringen. Die haben da so einen Container stehen. Aber da bedienen sich halt auch die Leute gern dran. Ist normal. Ghetto halt. Sonntags ist ja hier niemand. Hat da mal gern was eingeladen. Ist halt so. So, jetzt sind wir bei meinem ehemaligen Autodealer des Vertrauens. Ne, das ist ein ganz normaler Mercedes-Händler. Guckt euch mal die Assis an, Alter. Die nehmen einfach Schrott mit, ey. Boah. Mann. Oh, Junge. Ich will jetzt nichts sagen. Sie haben nicht Deutsch geredet, also. Es ist politisch ja nicht korrekt, wenn man das sagt, aber. Wisst ihr, das Problem ist, dass man, dann zieht man wieder alle über einen Kamm, obwohl ja nicht alle so sind, aber. Und wenn es jetzt Jugendliche wären, würde ich sagen, okay. Aber es waren jetzt gerade erwachsene Leute. Zwei Herren im mittleren Alter und eine Dame. Ist halt schon traurig, wenn man sowas macht. Sich da bedient. Finde ich nicht richtig. Guck mal, so ein Ding ist ja auch cool, ne? Sowas. Das hat ja was. Da kannst du oben drin pennen. Das ist eigentlich cool, ne? Eine geile Sache. Was kostet denn das Ding? Kann ich mir nie im Leben leisten, aber 65.000. Boah. Oh, Junge. Oh, Junge, Junge. Bist der arm. 65, aber ist halt ein richtiger Camper, ne? 99.000, ja klar. Warum nicht? Scheiße. Aber da hast du voll Küche, da hast du alles drin in dem Ding. Guck mal. Man sieht's, ich weiß nicht, ob man sieht. Da hast du voll Küche drin. Also richtig hier so, man sieht's hier so. Kannst du essen und oben drin kannst du pennen. Wie gehst du denn da rein? Ach, da musst du da oben durchkriechen. Ach nee, echt, da musst du über den Sitz hochkriechen, damit du da reinkommst. Aber der Vorteil ist natürlich, es ist trotzdem zu. Ah, coole Sache eigentlich, ne? Ja, warum nicht? Ist schon eine coole Sache, muss ich ja sagen. Aber die Preise gefallen mir nicht. Die Preise sind ein bisschen krass.
Die sind schon ein bisschen salzig. So, haben sie jetzt fertig eingeladen. Ihren Schrott. Die haben jetzt auch nicht mal ein Auto, wo man sagen kann, okay, die haben kein Geld. Die haben, als sind jetzt auch mit dem BMW dort gestanden, glaube ich. 54.000. Ach, das sind die Automarken, wo unser Händler hier auf den Markt gebracht haben. Stimmt. Naja, diese Autos werde ich mir nicht leisten können. Wo hier sind. Ich will nur keine Kennzeichen von anderen Leuten hier irgendwie liegen. Machen wir nicht. Gucken wir drauf. Und hier sowas. Wäre so ein perfektes Familienauto, aber ist mir zu teuer. Kann ich mir nicht leisten. Leider. Schon schöne Autos hier. Das wäre natürlich auch ein schönes Auto. Aber ich glaube, die sind schon verkauft, wo hier stehen. Weil die haben kein Verkaufsschild oder die sind frisch reingekommen. Das kann natürlich auch sein, dass die noch bewertet werden. Auch ein schönes Auto. Oder sind Leasing-Rückgänger? AMG-Felgen drauf. Uiuiuiuiui. Nicht schlecht. Was haben wir denn hier für einen? No, haha, Clearhack. Okay. Der hier. Ist auch schön. Bloß in Weiß gefällt mir nicht so. Bin nicht so ein Fan. Weißes Auto ist für mich so ein bisschen, weiß auch nicht. Ich bin eher so der Schwarztyp, also so schwarz oder halt so silber. Das ist auch noch ein schöner. Das ist auch noch eine schöne Farbe hier. Der hier. Ist auch noch was Tolles. Kostet der? Was haben wir denn da für ein Modell? 124.900. Ah, hier. Mal sehen. Schnäppchen, ne? Da muss ich noch, da müsste ich noch viel streamen, dass ich mir so eine Karre leisten kann. V8 Biturbo. Ja, natürlich. Klar. Da müsste ich noch viel streamen, um so eine Karre leisten zu können. Mit meiner Rente werde ich sie nicht zahlen können. Was kostet der? 67.940. Ja, so ein Spaßmobil, ne? Das ist für einer CLE 300D Formatic AMG. Ja. Auch nicht schlecht. Ich kann mir nicht mal einen Satz Reifen wahrscheinlich leisten von den Kerren hier. Nie im Leben. Wird wahrscheinlich schwierig. 67.840. Also wenn ich jetzt einen finden würde für... wenn ich jetzt einen finden würde für 1500 Euro, würde ich mitnehmen. Dann wäre die Urlaubskasse leer. Wir könnten nicht in Urlaub fahren. Und das wäre es gewesen. Auch GLE 300. Auch schönes Auto. Leasingrate 450 Euro. Wartungsfrei für 6 Monate, 7500 Kilometer. Das wäre ein schönes Auto, aber ist ein bisschen dreckig, ne? Ja, auch gut. Aber viel Blütenstaub. Ah, man sieht es nicht, ne? Doch, ein bisschen. Spiegelt. A-Klasse. Ist auch ein AMG, oder? Das ist überhaupt eine A-Klasse. Turbo. Formatik. Ne, ein CLA. Ups. Habe ich ein bisschen vertan. CLA. Jahreswagen. Hier. 64.000. Ne, 62.940.
469 Euro ist Leasing. Boah. Oh, auch nicht schlecht. Ich würde auch mal sagen, das ist mit Sicherheit ein... Wie viel PS hat denn der? Aber der hat nur ein AMG-Paket, glaube ich, drauf. Der hat, glaube ich, nur ein AMG-Paket drauf. Ah ne, das ist ein 45er. Das ist sogar ein CLA, 45 AMG. Der hat sogar AMG. Das ist nicht mehr nur ein Paket. EQE. 350. 65.000. Der hat aber keine AMG-Felgen, oder? Nee. Guck, da fährt so ein tolles Auto. Hätte ich früher auch gemacht, damals, wo ich noch mein Mercedes hatte. Da bin ich auch so gefahren, wie so ein kaputter, ey. Die Zeiten sind schon lang vorbei bei mir. A35 AMG 4M, 49.000. Alter, die Preise, Junge, die. Ich habe damals mein Auto auch hier gekauft. Aber wenn ich die Preise hier so sehe, Junge, Junge, da schnappelt's. 82.000. Meiner war ja, der ist so unten gestanden bei den alten Gebrauchten so. Aber so einen wirst du hier gar nicht mehr finden. So einen wirst du hier gar nicht mehr finden, so einen alten. Die stoßen die gleich an die Araber ab. Die werden eigentlich gleich weg. Aber die EQA, die sehen auch nicht schlecht aus. Die sind auch ziemlich cool, ne? D, der war sogar noch sparsam. Oh Junge, hier ist ja ganz schön was los, wie auf Volksfest. Apropos Volksfest, das haben wir auch gerade bei uns hier im Ort. Uff, 40.700, guck mal, wie der aussieht. Wie die den verkommen lassen. Schau ich das mal an. 40.000, Alter, hör auf. Gut ist, ich kann nachher da drüben wieder nach Hause laufen. Da brauche ich nicht mehr hinten rum, wie ich hergekommen bin, sondern kann direkt. Ich glaube, es fängt an mit Regnen. Na, super. 59.000. 940, ein C220D, wirklich nichts Besonderes, aber könnte ich mir trotzdem nicht leisten. Müsste noch ein bisschen mehr spenden. Also nächstes Donation-Ziel ist 60.000 Euro in dem Fall. Kann ich gleich einstellen hier. Chat. Nächstes Donation-Ziel 60.000, damit ich mir einen neuen Benz kaufen kann. Aber dann EQE, so ein AMG, nehmen wir dann. Was kostet der? Okay, ich erhöhe auf 77.900 nächstes Spendenziel Donation. Guck mal hier. Schon krass, ne? Aber ist, glaube ich, ey, jetzt muss ich immer höher gehen. Jetzt muss ich immer höher gehen mit den Donations. Reicht nicht. Also, nächstes Donation-Ziel, machen wir anstatt 75.000, machen wir einfach 80.000. Muss ich meinem Moderator sagen, dass er es einstellen.
So, dann gehe ich wieder weiter. Ich bin eh voll mit Schlappen unterwegs, weißt du? Ich sehe aus wie der letzte Penner und laufe beim Mercedes über den Hof. Uff, der hat aber eine schöne Stramme abgekriegt. Uff, guck mal hier. Sieht man's? Guck mal hier. Wow. Eine tolle Schramme, aber will noch haben. 32.900 für ein CLA 200. Na ja, gut. Egal. Scheiß drauf. Leasing-Rückläufer, so wie es aussieht. Ah, die sind verkauft. Ah, okay. Verkauft. So, so. Sollte ich auch machen, wie so einen großen Streamer, jetzt einfach in Dings rein, in Tankstelle gehen und mir was zum Trinken holen. Mir gefallen ja die Benz mit dem alten Stern noch am besten, wo der Stern noch so rausguckt oben. Das finde ich eigentlich schade, dass sie das nicht mehr machen, aber das ist halt wegen Abreißen und so, ne? Das ist halt immer das Problem. Oder so einer. Guck mal hier. Ah. Sowas. Eine G-Klasse. V8. Stücknummer 138 von 300 Stück. Ist aber verkauft. Steht schon drauf. Schade. Na ja. So, dann gehen wir mal über die Straße, mal gucken, ob ich es überlebe. Also ich habe gesehen, von hier kann ich mir kein Auto leisten. Wird nicht möglich sein. Wird finanziell nicht tragbar sein für mich. Außer ihr spendet noch kräftig. Nein, nein, ich will keine Spenden. Scheiß auf. Also scheiße, komme ich jetzt gar nicht rüber. Also ein Dreck. Ah, ist die Ampel kacke. Jetzt muss ich einmal außen rumlaufen, ey. Boah, es ist zum Kotzen. Oh nee. Egal, ich habe Zeit. Wenn es nicht anfängt mit Regnen, ist mir das wurscht. Guck mal, wie dumm ich angeguckt werde, wenn ich streame, wenn ich hier so stehe mit der Kamera und mit dem. Ich habe hier so ein Stativ. Sieht echt scheiße aus, aber ist mir scheißegal mittlerweile, was die Leute über mich denken. Drauf geschissen, Mann. Da haben wir auch noch einen Ford-Händler, aber da lege ich jetzt nicht drüber. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr, ich will es nach Hause. Genug rumgelatscht. Gell? So machen wir das. Die Ampel musste auch quetschen bis zum Vergasen, Mann, dass die grün wird. Ah, wird schon. So schnell, bevor ich überfahren werde. Ich habe immer Angst, dass ich überfahren werde. Ach, guck mal an, da haben sie jetzt die Schranke hingemacht bei uns am Kaufland. Ah, wahrscheinlich wegen Dings. Wegen, das muss ich nur ein bisschen hochhalten, damit ich hier keine anderen Leute filme. Und mir waren gerade Leute. Das ist halt mit dem Datenschutz in Deutschland so. Wenn die ein paar Sekunden im Stream sind, nachher kriegst du noch Post von irgendeinem Drecksanwalt. Gut, die werden mich wohl kaum finden. Ich bin kein berühmter Streamer. Aber da ich jetzt auch meine Videos derzeit auf YouTube hochlade, könnte es sein, dass man es sieht. Und ich hoffe, dass man den Chat sieht. Das, falls jemand schreibt, dass ich den Chat lesen kann, weil bis jetzt hat noch keiner geschrieben. Gut, bis jetzt guckt auch noch keiner zu. Ich weiß nicht, ob das überhaupt funktioniert mit meinem Mikro. Das ist gerade alles Test, ne? So. Jetzt hier nebendran haben wir noch einen VW. VW-Händler. Also hier ist alles vertreten, also. Hier oben im Gewerbegebiet haben wir alles. VW, Ford. Außer Opel. Opel haben wir nicht. Ich muss nur ein bisschen hier kurz so rüber gehen.
Ah, hier sind Leute. Ich kann keine Leute filmen. Das ist immer so ein Problem, nämlich. Aber jetzt bin ich ja gleich draußen aus dem Scheißgebiet hier. Läuft die Waschanlage? Was ist denn das für ein Geräusch? Ah ne, das ist die Lüftung auf dem Kaufland oben. Ah. Scheiße, dass es heute zu hat, ey. Ich hab voll Durst. So. Na egal, ich laufe jetzt eh wieder nach Hause und dann ist das gut. Aber ich merke schon, meiner Schulter geht es schon besser. 5000 Schritte. Kann das sein? 5000, ja? Ich denke mal, ja. Ich bin jetzt auch froh, dass ich die neue Handykarte habe. Jetzt muss ich nicht mal dran denken mit dem Datenverbrauch und so. Da habe ich jetzt genug Datenverbrauch, also Datenvolumen. Das sollte jetzt nicht mehr an dem scheitern. So, nochmal über die Straße. Also ja, hier ist ganz schön viel los, ne? Für das Wochenende jetzt ist. Oben haben wir noch ein Audi, genau, stimmt. Ein Audi-Händler haben wir auch noch. VW Audi ist ja eh zusammen. Oder? Ja, ich glaube. VW und Audi ist zusammen, meinte ich. So. Oh, was sich hier Gesindel rumtreibt in unserem Gewerbegebiet hier oben. Wahnsinn. Also jetzt wirklich Gesindel. Die schnüffeln hier rum, die suchen und gucken, wirklich, ob sie hier irgendwas klauen können. Das war gerade richtig auffällig. Da ist gerade einer durchgefahren mit seiner Frau oder weiß ich was es war. Da ist richtig gemerkt, dass die hier so richtig so rumspionieren, zum Schauen, was man hier mitnehmen kann oder so Scheiße. Was ist denn los hier? Ghetto oder was? Das ist richtig assi. Anfang hier. Da hinten ist die Firma von der Verwandtschaft von meiner Frau. Ist, warte mal, ich kann es euch mal kurz zeigen. Ah, der in Stuttgart nochmal, ist mir egal. Da hinten das graue Gebäude, das hier. Das da, also das hinter dem hier, das große Hohe hinter dem Baum. Das ist die Verwandtschaft von meiner Frau. Nur, wir werden nie was erben, das geht zu weit in die andere Richtung quasi. Also komm, bevor wir was erben würden, kommen da erstmal andere. Aber das ist hier so Verwandtschaft. Die haben hier einen riesen Komplex. Die machen so Abrechnungen. So Abrechnungen für Industrie. Lohnabrechnungen machen die. Und irgendwie so Software mit Computer. Also es gibt so mehrere Zweige, was die so anstellen. Und das ist die Verwandtschaft auf jeden Fall von meiner Frau. Nur wie gesagt, bis wir da generationell drankommen würden zum Erben, müssten wir einige auf die Seite schaffen. Also da gibt es wahrscheinlich nie irgendwas. Wird schwierig. Aha, Ding hat heute auch auf. Das ist so ein Kunst-Dings. Ich weiß nicht, ist es kostenlos, wenn man da rein möchte? Das sind so Kunstsachen. Das weiß ich jetzt aber nicht, ob das... Nein, ich hab gar kein Geld dabei, nämlich. Doch. 10 Euro, aber das gebe ich bestimmt nicht für sowas aus. 10 Euro noch im Hosensack stecken. Ja, guck, die fahren hier rum. Hier gibt es nämlich so Metallrohre und so. Ich vermute, dass die hier so ausspionieren. Alter. So verzinkte Lüftungsrohre. Das ist nämlich so ein Dings, so ein. Ja, wie schimpft dich das? Klimatechniker. Und er hat Material draußen gelagert. Also heute bin ich gut gelaufen. Tun auch schon die Füße wieder weh. Also mich würde jetzt mal interessieren, ob das Mikro richtig funktioniert.
Ich selber kann es leider nicht testen. Aber naja, was soll das? So ist das. So. Das ist auch ein richtig cooles Gebäude. Das ist der Vermieter. Ich kann es euch mal zeigen, wenn man. Ich will nur nichts leaken, ne? Aber guck mal, das hier ist auch so ein. Das ist hier direkt hingebaut. Hier direkt an den Hang gebaut. Das ist der Vermieter von meinen. Freunde, kann man sagen, aus der Straße. Die haben eine Fräserei und das ist quasi der Vermieter von denen. Weil die Halle ist direkt nebendran, wo die vermieten. Ist auch richtig schön. Das ist ein richtig schöner Ausblick hier über den Ort. Ist schon eine coole Sache. Und hier ist unser Fitnessstudio. Um jetzt gleich vorbeikommen. Du kannst dir Hanteltraining machen und so. Ah. Was macht eigentlich mein Puls? Ah, er arbeitet noch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, wie gesagt, ob jetzt der Ton in Ordnung ist oder nicht. Das weiß ich nicht. Das werde ich jetzt nachher zu Hause gleich mal schauen im Stream, wenn der Stream fertig ist. Weil wenn ich nachher im Ort bin, mache ich wieder aus. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Nachbarn gefilmt werden oder irgendwas. Habe ich keinen Bock drauf. Muss ja nicht sein. Ich habe vorhin schon ein paar geschockt, wo ich gesagt habe, dass ich jetzt meine Donations, da sind so Jungs rumgelaufen, dass ich meine Donations auf 80.000 K sitze. Also das neue Donation-Ziel. Die haben schon geguckt, so, die haben bestimmt so überlegt, was ist das jetzt für ein Streamer? Kenne ich den? Wieso kann der sowas sagen? Lustig, einfach ein bisschen spielen mit den Leuten, ne? Scheißegal. So, jetzt. So. Wieso hören sich eigentlich E-Autos immer so komisch an? Die hören sich an wie so Nehmen. Oder so. Oh, ich hoffe, das Mikro funktioniert richtig. Also wie gesagt, ich habe jetzt windet es ein bisschen. Zeigst du mir den Chat an? Ja, ich glaube schon. Ah, jetzt muss ich mal gucken, nämlich zu Hause, wie sich das beim Wind verhält, das ganze System hier. Nämlich keine Ahnung. Auf jeden Fall, heute ist nicht so viel los hier im Chat. Heute ist wirklich wenig los. Nicht mal meine eigene Frau guckt mir zu, obwohl sie am Rechner sitzt. Ja, will ich mal sagen können, ob die Qualität nicht schlecht ist vom Mikro. Seht ihr, so eine Frau habe ich. So kümmert sie sich um mich. Mann, 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 die hätte wenigstens mal reingucken können, sagen können, hey, dein Mikro ist scheiße, mach's aus. Oder, ja, ich habe ihr gesagt, dass ich streamen gehe. Und oh mein Gott, da kommt eine ganze Horde an Fahrradfahrer. Der eine hat sogar ein Licht an. Oh mein Gott. Ja, nimm die Pfandflaschen mit, genau. Hast du gesehen, ne? Oder? Da ist eh eine kaputte drin, die werde ich auf jeden Fall nicht mitnehmen. Da habe ich Schiss, dass ich mich schneide. Aber ich hätte nächstes Mal Handschuhe mitnehmen können und eine eigene Tasche, dann hätte ich es umladen können. Wäre auch cool gewesen, so. Oh. So. So. Jetzt mal gucken, wie es. Wie die mich gerade angeguckt hat, Alter. Wie ein UFO. Aber guck mal hier, voll schön, ne? Guck mal hier. Herrlich. Wetter passt. So ist mir das am liebsten. Wenn die Sonne so ein bisschen verdeckt bleibt. So hier. Also nicht so hell.
Ich habe eh Probleme mit den Augen. Ich habe tanzende Mücken. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt. Das ist so eine Augenkrankheit. Da hat man so schwarze Punkte vor den Augen und Streifen, Striche, Blasen, was weiß ich was alles. Und für mich ist es ganz unangenehm, wenn es richtig hell ist. Deswegen habe ich meistens, wenn ich draußen bin, immer eine Sonnenbrille an. Also ich bin ein totaler Sonnenbrillenträger. Wenn mich das so ankotzt, mit den Streifen und Strichen und was ich alles da sehe. Boah, ich sehe es nachher kommen, Alter, der Stream ist total beschissen mit dem Mikro. Boah, das wird so elendig. Vor allem, das ist noch so laut eingestellt. Da muss ich dann noch mal ein bisschen dran rumspielen. Und ich konnte vorhin den Stream nicht starten mit dem komischen Plug-and-Play-Ding da drin. Mit dem komischen da. Ging nicht. Da hat es rumgezickt. Das Handy wollte nicht. Beziehungsweise die Software wollte nicht. Der hat gesagt, kein Mikrofon vorhanden. So, machen wir noch ein Päuschen. Ein kleines. Oh Gott. Naja gut, hier die Jugend, die sauft hier halt immer, ne? Bisschen sitzen. Ich habe nichts zu trinken dabei. So eine Schandtat. So. Oh, yeah. Ich muss es nur so einstellen, dass man die Leute nicht sieht, wo hier vorbeikommen. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Mikro gut funktioniert. Das war jetzt heute alles mehr oder weniger nochmal ein Test. Mit Dienstag, die Messe hat sich nicht gemeldet, ob ich streamen darf. Also da muss ich auch nochmal, ich rufe jetzt am Montag nochmal an und frage nochmal nach, wie es aussieht, ob ich überhaupt darf. Kann auch sein, die sagen nö, oder ich weiß auch nicht, warum sie nicht darauf antworten. Vielleicht habe ich auch ganz schlicht einfach falsche E-Mail verschickt, also an die falsche Person. Die am Telefon hat gesagt, einfach an info@südwestmesse.de senden. Habe ich gemacht. Letzten Donnerstag war es, glaube ich. Oder am Dienstag? Ach, was weiß ich, wann ich es gemacht habe. Ich muss gucken in die E-Mail. Oder kann auch sein am Mittwochabend, wo es mir besser ging. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich das gemacht. Bis jetzt noch keine Antwort bekommen. Naja. Mal schauen. Ob und wie. Ob ich streamen darf auf der Messe noch oder nicht. Wenn die sich nicht melden, gehe ich auch nicht hin. Weil für mich alleine brauche ich da nicht rumlaufen. Macht keinen Sinn. Ob ihr das sich gut aushalten. Und mal gucken, was ich heute Nachmittag noch mache. Ich glaube, streamen werde ich heute nicht mehr am PC. Habe ich irgendwie keine Lust gerade. Am PC macht es mir auch gerade nicht so Spaß, finde ich. Wenn das Wetter schön ist, werde ich mehr draußen streamen. Mal ein bisschen die Handykarte ausreizen, damit sich die 25 GB auch rentieren. Wie gesagt, da bin ich auch noch am Testen, ob das überhaupt so, ob es überdimensioniert ist oder nicht, ob es reicht oder nicht reicht. Aber ich denke schon, dass es reichen wird. Ja, sonntags fahren hier Autos rum, obwohl man es nicht darf. Aber naja, gut, was soll's. Der hat einen Mercedes, nee, einen BMW. Einen BMW will ich keinen. BMW, ich bin kein BMW-Fan. BMW steht mir nicht, finde ich. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass der Stream gar nicht läuft, dass der offline ist. Bin auch echt gespannt, überrascht. Jetzt hatte ich ja wenigstens ein paar Zuschauer, heute ist gar niemand da. Wieso sehen meine Füße so komisch aus? Ich glaube, ich würde mir jetzt mal bald wieder angewöhnen, barfuß zu laufen diesen Sommer. Barfußlaufen ist eine geile Sache. Aber man muss sich halt erstmal daran gewöhnen. Vorletzten Sommer habe ich es ganz viel gemacht. Da bin ich ganz viel barfuß gelaufen.
eigentlich die meiste Zeit nur ohne Schuhe. Das war so geil, das hat auch richtig Spaß gemacht. War knapp 6000 Schritte jetzt geschafft heute. Ah ja, so. Mein dicker Bauch. Da muss ich auch mal noch gucken, dass ich den wegkrieg. Cheaten will ich nicht, ich habe keinen Bock auf OP. Machen sie, glaube ich, eh nicht bei 106, 100, 105, 106 Kilo. Machen die, glaube ich, eh keine OP. Aber ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich den irgendwie wegkrieg. Naja, so ist halt. Auf jeden Fall muss ich jetzt die nächsten Tage ein bisschen das Wetter genießen. Morgen habe ich Psycho um 14 Uhr. 14.40 Uhr, glaube ich. Ich muss nachher meinen Kalender schauen, aber ich glaube, ich laufe jetzt weiter. Jep. Jep. Gehe ich wieder ab in die Heimat. Also den Stiel, den tue ich immer irgendwie ganz rein. Ich mag das nicht, wenn ich da so einen langen Stiel vor mir habe. Der sieht irgendwie affig aus. So ein kurzer Stiel geht ja noch. Aber wenn das so ausgefahren ist, finde ich, sieht es nicht gut aus. Sieht dämlich aus, auf gut Deutsch. Außerdem wackelt das mir dann zu arg. In so einem kürzeren Stiel habe ich besser unter Kontrolle wie so einen langen. Vor allem, was auch geil ist, das Mikro hier, es geht 20 Meter. Also ich kann quasi 20 Meter weglaufen von meinem Handy. Und das Ding funktioniert noch. Auch geil eigentlich, ne? Oh, aber da hinten kommt ganz schön schwarz. Graue Wolken. Mal, wie von wo kommen sie eigentlich heute? Kommen meistens immer von dieser Richtung. Also gerade entgegen. Also ich laufe quasi gerade zu. Boah, hier stinkt es schon wieder nach Verwesung, Alter. Boah. Ist es der Haufen da oben? Nee, das ist einfach nur Stein, aber vielleicht ist da irgendwas drunter. Vielleicht hat jemand eine Leiche vergraben. Boah, das stinkt, Alter. Bäh. Oder ist das irgendwas Organisches, was sie da hingeschmissen haben? Vielleicht ist auch irgendwie Pferdescheiße drunter. Keine Ahnung. Auf jeden Fall immer an dieser Stelle hier stinkt's. Ich habe ein Déjà-vu. War nämlich gerade eben auch schon so. Vor einer Stunde. Aber ich glaube, das Laufen, wenn man die Schulter schön bewegt, es lockert ein bisschen die Arme. Ist nicht schlecht. Vor allem mit der scheiß Arthrose in der Schulter, da ist immer so. Kommt er den Berg nicht hoch. So, ich werde jetzt dann den Stream demnächst beenden. Wie gesagt, morgen werde ich wahrscheinlich nicht streamen. Morgen habe ich den Termin am Mittag und auch, ich muss noch einkaufen gehen morgens und nachmittags. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn ich Lust habe, dann komme ich noch online. Ich muss furzen, Alter. Und ansonsten am Dienstag, wenn das mit der Messe, mit dem Stream dann klappen sollte am Dienstag, dann kann man das streamen. Ich muss mal morgen anrufen und fragen, wie es aussieht. Wegen der Streaming-Genehmigung, wie gesagt, ich wiederhole mich, aber ich muss noch mal kurz Revue passieren. Da muss ich mal schauen, ob das funktioniert mit der Genehmigung. Weil ich weiß nicht, ob ich die falsche Stelle angeschrieben habe. Also quasi die hätte ich vielleicht die Pressestelle anschreiben sollen. Dann wäre es vielleicht, hätte es vielleicht funktioniert, aber
Junge! Fuß abgeknickt, ah, mit meinem Kampfschlappen! Ah, nein! Oh, fuck! Ah, zu dumm zum Laufen! Alter, ich muss mehr laufen, ich bin echt zu blöd dafür! Doch scheiße, ah, das war... Kriegsverletzung! Guck mal, soll mal einmal zu jemandem zu mir sagen, Bewegung ist gesund? Ein Scheißdreieck ist gesund, jetzt habe ich mir den Fuß verletzt. Ja, geht. Sieht man nichts. Gut. Ja, guck mal hier, Kampfschlappen. Richtige Kampfschlappen. So, da geht man spazieren. Normalerweise barfuß. Habe ich mir gerade voll umgeknickt. Ich bin über einen Stein gestolpert, über einen Kieselstein. So, jetzt waren wir aber heute aktiv beim Mercedes-Autohaus. Weit gelaufen, eine Stunde lang, über eine Stunde. Nicht schlecht. Jetzt könnte ich noch zum Pferdehof hochlaufen. Das wäre nochmal Pferdehof hochlaufen. Das wäre jetzt nochmal eine kleine Steigerung. Jetzt habe ich einen Stein im Schuh. Ja. Kampfschlappen. So. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Mikro richtig funktioniert hier, den Scheiß hier. Keine Ahnung. Ob es zu laut ist, zu leise ist. Ich nehme mal an, dass es zu laut ist, aber das werde ich nachher zu Hause gleich sehen. Da werde ich dann mal gucken, wie der Stream so war. Erste Mal heute mit dem Mikro unterwegs. Keine Ahnung, muss ich es vielleicht ein bisschen leiser machen. Lauter gehen, ich habe auch 100%. Hört man den Wind, hört man den Wind nicht? Hört man so viel Umgebungsgeräusche oder hört man die nicht? Ich habe keine Ahnung, bis jetzt hat sich niemand beschwert im Chat. Beziehungsweise bis jetzt hat auch niemand geschrieben. Aber nee, ich glaube, das tue ich mir jetzt nicht mehr an. Da hochlaufen, ich habe jetzt schon keine Luft mehr. Muss, glaube ich, nach Hause was trinken. Nichts dabei. Nee, ich gehe nach Hause. Scheiß drauf. Scheiß auf Pferde, ich habe eh Allergie. Kann sein, wenn ich nachher da oben bin, sterbe ich noch. Also ich bin aber gespannt, ob ich den Chat heute gesehen habe. Das ist auch so eine Überraschung bei dem Handy, beziehungsweise bei der Software. Entweder der Chat geht oder geht nicht. Das ist wie so eine Art Glücksspiel. Gestern war ich ja froh, gestern hat er funktioniert. Da war's gut. Ja Gott. Aber krass, wie das Wasser hier immer noch. Also wie gesagt, da ist echt ganz schön was los. Also ich hatte das Wasser noch nie bei mir am Haus. Seit 10 Jahren wohne ich hier. Und das Wasser war noch nie bei mir am Haus. Oh, wenn das Handy runterfliegt, dann kann ich mir ein neues Handy kaufen. Ersatzkarte kriege ich ja. Aber ist schon knapp, ne? Da drüben sieht man schon, also wir können den Wald auf die Wiese gehen. Wenn es jetzt noch ein paar Tage weiter regnet, dann haben wir einen Salat. Ich bin zwar auf der anderen Straßenseite, aber die erwischt es dann die, wo hier wohnen. Da kommen welche vom Pferdehof. Jetzt muss ich gucken, dass sie mir meinen Arsch nicht wegfahren. Aber es ist schon, das Wasser ist schon ziemlich normal, so hoch ist es nie hier. Hier die Ortsschilder nicht sieht, muss auch nicht sein. Ich will hier nichts leaken. Machen wir nicht. Unser kleines Feuerwehrhäuschen. Vom Ort. Das ist unsere Feuerwehr hier. Kleine Häuschen hier. Das ist wie so eine Art Scheune. Ach, ganz lustig. Thank you.
Ab in die Heimat. Oh, über 6400 Schritte heute geleistet. Das ist für mich eigentlich eher eine Seltenheit, so viele Schritte zu machen. Aber ich habe jetzt gedacht, es muss meiner Schulter gut tun. Ich habe nur noch Kopfschmerzen, jeden Tag Kopfschmerzen. Und durch die Arthrose in der linken Schulter, ich weiß nicht, tue ich mich da irgendwie so verspannen, also meine Schultern hochziehen oder so und den Nacken. Weil das verspannt so, das ist echt heftig, Mann. Das nervt. Und wenn man nur noch morgens aufwacht mit Kopfschmerzen wegen Genick und wegen Schulter, das ist dann auch nicht mehr schön. Und ich glaube, mir die Spritze geben lassen, war auch nicht so eine gute Idee. In die Schulter rein vom Arzt. Hätte ich lieber lassen sollen, vor 10 Wochen ungefähr. Ich habe das Gefühl, dass jetzt, wo das Cortison nachlässt, dass es jetzt schlimmer ist. Also so ist mein Gefühl irgendwie. Ja, naja. Aber in der Straße ist schon ruhig. So. Aber jetzt werde ich erstmal offline gehen, glaube ich. Jetzt bin ich gleich zu Hause. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, spätestens am Dienstag wieder. Falls ich von der Messe nicht ausfilmen darf, werde ich zu Hause filmen, euch Bescheid geben. Ich werde jetzt morgen, wie gesagt, nochmal anrufen dort und fragen, wie es aussieht. Warum die nicht antworten auf meine Anfrage für eine Genehmigung zu streamen, finde ich ein bisschen blöd in der heutigen Zeit. Es ist doch heute normal, dass man streamt und irgendwie, dann kann man doch einfach schreiben, nein, wir wollen das nicht. Oder ja, du bekommst irgendwie einen Ausweis, dass man sieht, dass du, was sei es drum, einen Presseausweis oder weiß ich was. Ist auch scheißegal, irgendwas, dann wegen Datenschutzprämien und Scheiße. Ich filme ja eh mehr Produkte und mich. Ich gucke, dass ich nicht so die Leute filme, weil ich das selber vielleicht auch nicht möchte, dass ich eine Kamera in die Fresse kriege, wenn ich es nicht mag. Da habe ich eigentlich auch keinen Bock drauf. Also von fremden Leuten. Und wie gesagt, ich werde das jetzt nochmal abklären und je nachdem, was die sagen, schauen wir mal. Jo. Also, in dem Fall wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagnachmittag. Bleibt gesund. Und wir sehen uns spätestens, wie gesagt, am Dienstag. Und ich hoffe, dass die Qualität mit dem Mikro gut ist. Sonst muss ich noch ein bisschen was verstellen. Das werde ich jetzt aber gleich am PC nachschauen. Ciao Leute, wir sehen uns.